und schlug mir mit der Hundepeitsche übers Gesicht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich im ersten Moment vorne alle Zähne verloren hatte. Ich habe bloß gemerkt, dass ich irgendwas im Mund hatte. Und man brachte mich dann wieder runter in den Keller. Und so wurde jede Vernehmung immer in einer Zeit so von nachts 2 Uhr bis morgens 4, halb 5 oder dann jede Nacht die Befragung statt immer fort. Nach Wochen der Folter sind die Jugendlichen zu jedem Geständnis bereit. Die Verhörprotokolle, die wir unterschrieben haben, die waren alle in russischer Sprache, in kyrillischer, mit kyrillischen Schriftzeichen. Da konnten wir damals alle noch nicht mit anfangen. Aber wir haben unterschrieben, weil wir dachten, weil eh sie uns totschlagen. Da, ne? Aber wir wussten bloß nicht, mit welchen Folgen. Ne? Wir gehen anhand der Aktenlage davon aus, dass es mindestens 10.000 Kinder und Jugendliche waren, die mit dem Vorwurf der Werwolftätigkeit interniert oder inhaftiert wurden. Also es ging hier nicht um Wahrheitsfindung oder rechtsstaatliche Ermittlungen oder auch die Bestrafung von jugendlichen Tätern. Es ist ein bisschen in Anlehnung an die Praxis, erinnert das während der stalinistischen Säuberungen in den 30er Jahren in der Sowjetunion. Das ist da ähnlich gehandhabt worden. Wer festgenommen wurde, war schuldig, egal ob er das nun Verbrechen, was ihm vorgeworfen wurde, überhaupt wirklich gemacht hat. Er wurde eben vernommen, bis er das gestanden hat und damit war er überführt. Ohne rechtmäßiges Urteil kommen die Werwolf-Verdächtigen nach Mühlberg an der Elbe, in ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht, das jetzt in sowjetischer Hand ist. Es war natürlich für mich eine peinliche Situation. Ich war Werwolf gewesen und ging tanzen. Jeden Samstag und jeden Sonntag. Und die Jungs, die keine Werwölfe gewesen waren, die waren im Lager. Fast 2 Jahre bleiben die Werwolf-Verdächtigen im Lager Mühlberg. Zu Hause weiß niemand, wohin sie verschleppt wurden. Viele Internierte sterben an Entkräftung. Die Überlebenden erwartet im Januar 1947 eine ganz spezielle Musterung. So, dann ging die Untersuchung los. Wir mussten alle antreten, uns nackt ausziehen in lange Reihen und dann saßen Ärztinnen und Ärzte vor uns und wir mussten da vorbeigehen und die stellten dann die Arbeitsfähigkeit fest mit einem Kniff in den Po. Also wer noch ein bisschen was am Po hatte, war auch arbeitsfähig. Und so fand man aus den 15.000 noch 900 raus, die arbeitsfähig waren. Die handfeste Arbeitsbescheinigung besiegelt das Schicksal der Auserwählten. Im Februar 1947 werden 948 Jugendliche mit Pelzmützen und Jacken der Wehrmacht ausgestattet und in Güterwaggons verladen. Die Überlebenden nennen ihn später den Pelzmützentransport. Die Reise im Viehwaggon geht immer gen Osten. Es gibt kaum Luft zum Atmen, fast nichts zu essen und zu trinken. Nur 5 Liter Wasser täglich für 50 Mann. 33 Tage lang. Die Fahrt geht in eines der berüchtigsten Gefangenenlager der Sowjetunion. Nach Sibirien. Endstation Anscherka, Sutschensk. Wir sind ausgestiegen, da sind wir erst einmal in meterhohen Schnee in Richtung Lager. Ich möchte mal sagen, mehr oder weniger fast im Gänsemarsch hochgemacht, weil der Schnee sehr hoch lag. Manche brechen bei der Ankunft bewusstlos zusammen, aus Schwäche oder Verzweiflung. Im März liegt nachts die Durchschnittstemperatur in Sibirien noch immer bei minus 16 Grad. Wir waren dann im Lager. Das Lager ist auf gar nichts vorbereitet gewesen. Wir mussten erstmal alles von Schnee sauber machen und es musste alles in Ordnung gebracht werden. Wir hatten keine Betten, nichts. Das Einzige, was es gab, Ratten und Wanzen, die uns überfielen.
und alles also verstochen und zerkratzt bis zum Geht nicht mehr. Und dann zog allmählich das Lagerleben ein. Und das heißt schuften bis zum Umfallen. Bei Temperaturen bis minus 40 Grad Celsius. Im Kohlebergwerk oder im Steinbruch. Ein täglicher Kampf ums Überleben. Die Gefangenen leben vor allem von Wasser und Brot. Die einseitige Ernährung macht den Körper anfällig. Wer ernsthaft erkrankt, hat kaum eine Chance, die Heimat je wiederzusehen. Ich bin auch aus diesem Krankenzimmer als Einziger lebend rausgegangen. Der andere Jugendliche, der da drinnen noch mit lag, der hat, na, wie das ist bei Lungenentzündung, ne, da räumt es den Mensch restlos aus. Und der ältere Kollege, der war von vornherein schon gar nicht mehr zu erwarten, dass er wieder rauskommt. Und da hatte ich damals, wo ich aus dem Lazarett war, da war ich auf 52 Kilo. 52 Kilo! Heute wie George. Verzweifelt schreibt Wolfgang los an den obersten Kommunisten. Werter Genosse Stalin, am 1. Oktober 1945 wurde ich als angeblicher Wehrwolf-Angehöriger verhaftet. Ich wurde als Kind mit knapp 17 Jahren von zu Hause weggerissen und befinde mich schon 6 Jahre nur hinter Stacheldraht. Ich bitte Sie, werter Genosse Stalin, setzen Sie mich bitte in Freiheit, da ich sonst keinen anderen Weg als den Weg des Todes kenne. Stalin antwortet nicht. Der Brief landet im Militärarchiv in Moskau, unter Verschluss. Wolfgang Loos bleibt am Leben. Doch nahezu jeder Dritte stirbt. Erst 2 Jahre später, 1952, öffnen sich die Türen des Lagers. Die vermeintlichen Wehrwölfe dürfen endlich nach Hause. Nach 7,5 Jahren unschuldig in Gefangenschaft. Sie kommen aus der Hölle von Workuta, Stalinsk oder Kemerovo. Tausende von Kriegsheimkehrern. Unter den Glücklichen ist auch Herbert Hecht. Nach Jahren der Entbehrung und Entrechtung sieht er seine Familie endlich wieder. Aus dem Teenager ist ein Mann geworden. Doch er ist gebrochen, körperlich und seelisch. Und am 31. Mai 1952 bin ich nach Hause gekommen. Es war Pfingstsonnabend. Es war strahlender Sonnenschein, Wattejacke und Pelzkragen und standen auf dem Bahnhof. Zitternde Knie. Und dann sagten sie noch so, Mensch, was will denn der hier? Ich war im Wetter und dann mit der Pelzjacke. Und dann sagte einer meinen Namen. Da waren natürlich alle sofort um mich drumherum, die mich kannten. Und die Nachricht zu meinen Eltern ging so schnell, die standen alle vor der Tür und warteten. Ja, das war dann meine Einkunft in der Heimat. Wo ich draußen angekommen bin, war meine Mutter nicht da. Und ich bin ja dann langsam in der Haag gelaufen. Das kann keiner beschreiben. Wenn sie 7 Jahre nicht zu Hause gewesen bin, die ersten 2 Jahre gar nicht gewusst haben, ob überhaupt noch leben oder was mit uns ist. Und keiner hat vom anderen gewusst, wie er aussieht, wenn er mal kommt. Doch die Freude weicht bald einer neuen Furcht. In der DDR werden die Rückkehrer argwöhnisch beäugt. Ich habe mit niemandem darüber sprechen können, auch nicht dürfen.
Die DDR-Obrigkeit will nichts Schlechtes über den großen sowjetischen Bruder hören. Wer sich nicht daran hält, riskiert Strafe. Also natürlich war das Misstrauen bei den Entlassungen sehr groß, wenn die in die DDR zurückkehrten, wie die sich jetzt verhalten werden, die ehemaligen Inhaftierten. Zum einen wurde überwacht, ob sie sich an das Schweigegebot halten, ob sie ja nicht drüber reden würden. Das war ja klar, das wird dann als staatsfeindliche Hetze auch dann eben entsprechend geahndet werden. Da hatte man also das kontrollieren wollen. Und zum anderen waren das natürlich auch Menschen, die von denen man vermutete, dass sie sich sehr oppositionell verhalten würden. Und insofern hat auch die Staatssicherheit bei vielen der damals Inhaftierten dann weiter Akten geführt und sie weiter unter Kontrolle gehalten. Die in der DDR lebenden einstigen Werwolf-Verdächtigen treffen sich heimlich. Sie nennen sich die Pelzmützen, in Erinnerung an die Fahrt nach Sibirien. Ihr Erkennungszeichen, ein Wimpel mit einer Mühle darauf. Es steht für Mühlberg, das erste Gefangenenlager. Die gemeinsamen Jahre hinter Stacheldraht verbinden. Ebenso wie der Schmerz über das, was ihnen genommen wurde. Eine unbeschwerte Jugend. Die kann man auch nicht nachholen. Die sind weg, die Jugendjahre. Alles das, was man sich da geträumt hat, kann man vergessen. Auch in der Bundesrepublik wirft die Organisation Werwolf einen langen Schatten. Erst 1985, vier Jahrzehnte nach dem Mord an den Zwangsarbeitern am Zeller Blauen, wird Kurt Rahäuser vor Gericht gestellt. Der jetzt 69-jährige einstige Werwolf-Führer bestreitet, den Mordbefehl gegeben zu haben. Unter den Zeugen sind auch seine Untergebenen, die 1950 für die Tat bereits verurteilt wurden. Bei den jungen Leuten war dann, nachdem wir ihnen die Aussage vorgehalten haben, also deutlich die Enttäuschung oder die Wut oder eine große Verärgerung sichtbar, dass sie von diesem Mann, der für sie eben ein Idol und eine ganz wichtige Figur gewesen war, so im Stich gelassen worden sind. Kurt Rahäuser wird dennoch für schuldig befunden. Er erhält 3 Jahre Gefängnis. Der einstige Werwolfkämpfer Erich Löst wird nach dem Krieg ein bekannter Schriftsteller. Bis heute lässt ihn seine Zeit als Werwolf nicht los. Ich habe dann in den Jahren danach nach den anderen geforscht. Und wenn wir 40 waren, dann waren das 38. Und ich habe nie ein Lebenszeichen bekommen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. 38 Männer sind bis heute verschwunden. Mythos Werwolf bleibt bei näherer Betrachtung wenig übrig. Der erhoffte Nutzen militärisch war gering, der Schaden war gewaltig. Opfer waren vor allem deutsche Zivilisten, unschuldig die meisten. Nicht nur so gesehen war der Partisanenkampf der Werwölfe am Ende weder harmlos noch heroisch, sondern nur brutal und